Firmen zu einem kommen und sagen, Alter, ich habe hier ein Churles bedruckt, für das du dein... Ah! So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich habe mir gedacht, da Infamous vorhin abgekackt ist wie eine Sau, ich keinen Ton auf dem Spiel hatte, habe ich mir gedacht, mache ich ein A, ein ja ein A und danach ein B und ein C. Mache ich ein neues Format und zwar nenne ich das "Reg dich nicht auf". Bedeutet, ich spreche über ein bestimmtes Thema, spiele dabei Call of Duty und versuche mich nicht aufzuregen. Das heutige Thema, wie vielleicht auch in der Beschreibung steht, keine Ahnung, mal schauen, ob ich es reinsetze, ist Product Placement. Von anderen YouTubern und so weiter, ja. Also, ich bin leicht confused gerade. Ich habe jetzt, da ich das eingenommen, Product Placement. Also, das die Sache ist. Ich meine, wenn andere YouTuber und so weiter zu den Produkten stehen, finde ich das Ganze ganz toll. Ich finde es wirklich schön, weil sie bekommen dafür Geld, können sich davon was Tolles kaufen, können euch dadurch besser unterhalten, weil sie neues Equipment haben und und. Doch wenn das Ganze dann so weit geht, dass die Firmen zu einem kommen und sagen, Alter, ich habe hier ein Churles bedruckt, für das du da vielleicht Werbung machen könntest. Und dann halten die dir so ein Hautreinigungsmittel oder sowas hin, wo ich mir dann denke, Leute, wollt ihr damit sagen, ich bin hässlich oder was? Da denke ich mir nur, leckt mich doch alle fett an meinem kleinen weißen... Ah! Verdammten Scheiß, komischen, ja, Schwarmdingen. An meinem kleinen weißen Arsch. Ja, genau das denke ich mir in dem Moment dann. Und dann denken die sich, nein. Und sagen zu dir auch, nein. Du bist nicht hässlich, du bist etwas Besonderes. Dann denke ich mir, ja, was ist an mir besonders? Meine krumme Nase, mein dicker Pickel oder was auch. Alter, heute läuft es wieder gar nicht. Oder was auch immer. Ja, das an für sich ist eigentlich ganz toll, wenn man dazu steht, dass man hässlich ist. Was natürlich komisch ist, wenn man das Ganze dann irgendwelchen Vlog-Leuten oder so vorsetzt, die eigentlich von Natur aus gar nicht mal so scheiße aussehen. Ist das natürlich wiederum nicht so toll. Wer setzt denn da bitte eine Granate hin, verdammt. Die war ja noch mitten in der Wand. Dann schießt sie mir auch noch ins Kreuz. Ich glaube, es geht nicht mehr. Ja. So. Also, genau. Product Placement. Das ist gar nicht mal so leicht hier darauf zu sprechen. Irgendwie fällt mir gerade auf. Denn das Ding ist ja, dass man auch total konzentriert sein muss. Bedeutet, man driftet irgendwann ab in eine ganz komische Zwischenstand von keine Ahnung, was ich laber und Alter, ich habe voll den Plan von dem Thema. Wir hoffen natürlich alle, ja, dass wir irgendwann auch mal so ein Product Placement. Ich meine, Product Placement wäre für mich eigentlich was ganz Tolles. Ich weiß halt nicht, für was ich werben könnte. Vielleicht für keine Ahnung, Kopftuch für Leute mit schiefen Haaren oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, es hat nicht arg viel Sinn gemacht. Aber man kann das Ganze ja mal überdenken. Schön. So, das war die erste Runde. Übrigens, vielleicht ist euch aufgefallen, Herrschaft, weil dir gehen die Runden einfach ein bisschen länger und dann hat man ein bisschen länger Zeit hier, sich drauf zu konzentrieren, ein paar mehr Punkte zu holen, um mehr Erfahrung zu sammeln. Haha, seht da, ich bin Letzter. Huh, yeah. Also, apropos Letzter. Das Letzte finde ich natürlich auch bei den Product Placements, wenn man dann auch noch mal richtig gut Kohle dafür bekommt. Ne? Gibt es natürlich auch, je nach Produkt, tun die Hersteller natürlich einem verschiedene Summen anbieten. Wenn du dann natürlich ein Produkt bekommst, das ist so ein anderes. So ein Andi-Herbes-Creme oder so ein Scheiß und bekommst dafür 50 Cent pro Klick. Na gut, pro Klick wäre schon ziemlich gut. Ich meine, pro 1000 oder pro 100.000 Klicks, dann denkst du dir, ja, nehme ich doch lieber ein Herbes, ne?
Joa. Ah, immer diese Leute, die ins Wasser abtauchen, die Pussys. Ja. Angst, Hase! Jo. Genau. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ins Wasser! Ja. So. Ja, genau, Herbstcreme. Also. Ich könnte mir vorstellen, dafür zu werben. Nein. Habt ihr gewusst, dass 80% der Weltbevölkerung bereits an Herpes leidet? Was denkt ihr darüber? Denkt ihr dasselbe wie ich? Gott, wie widerlich? Oder denkt ihr, jo, ist ganz normal, ich hab's auch. Wobei man dazu jetzt ganz ehrlich sagen muss. Ah! Ich gebe da ganz offen zu. Ich hab's. Ich meine, 80% der Welt. Natürlich krass. Aber ich meine, ist ja auch kein Wunder, ne? Weil Herpes ist nicht immer sichtbar. Bedeutet, du hast's mal gehabt oder so. Es verschwindet. Und im Endeffekt taucht es natürlich irgendwann wieder auf. Die Sache ist natürlich, wenn es verschwunden ist, ist das die Ansteckungsgefahr immer noch vorhanden. Sie ist natürlich nicht so groß, wie wenn es ausbricht. Natürlich, wenn es ausbricht, drückst du auch keinem so einen feuchten Kuss. Das ist natürlich logisch. Nämlich ein bisschen. Scheiße. Oh, Gott sei Dank, der Typ ist gerade gestorben, wo den Schwarm gelegt hat. Eieiei, hab ich ein Glück. Mehr Glück als Verstand heute. Ja. Genau. Also, ja. Herpes und so, ne? Und Co. Oh, da ist ja noch eine. Apropos noch eine. Da haben wir bestimmt, wenn ich mal jetzt drüber nachdenke, noch einen Punkt. Von wegen Product Placement. Weshalb ich mich versuchen möchte, nicht aufzuregen. Mal kurz drüber nachdenken. Was haben wir noch so? Product Placement. Ja, genau. Es gibt natürlich auch unnötige Product Placements. Jetzt beispielsweise nehmen wir es als Example. Natürlich, das bitte nicht falsch verstehen. Das Babyphone. Ich meine, es ist natürlich in aller Munde gewesen und auch in aller Händen. Ach, immer ich und meine hyperintelligente Wortspiele. Da weiß man gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Zu diesen guten Wortspielen. Außer vielleicht, dass das Babyphone an für sich ist es natürlich eine tolle Sache, Werbung für sich zu machen. Andererseits überlege ich mir dann und muss darüber nachdenken, lohnt es sich überhaupt, ein Handy zu verkaufen und so weiter, wo ein Bild von einem drauf ist und vielleicht halt auch ein paar Videos oder so, wo halt nur die dann haben, wo das Babyphone haben. Ich meine, was bringt's mir? Auf YouTube gibt's so viele Videos von mir. Warum brauche ich dann extra eins? Von wegen. Oh, ich muss mich so zusammenreißen gerade. Komplett ausrast. Ach Gott, 8 zu 12. Von wegen, was bringt's mir dann ein Video zu haben, wo sonst nur 5000 andere, die das Handy haben, auch haben? Das ist halt schon irgendwie ein bisschen blöd, ne? Sau unnötig, wenn ich darüber nachdenke. Ich finde es nicht sehr sinnvoll. Da oben kommt gleich einer. Aber ich meine, wer es braucht, der braucht's, ne? Was soll man dazu noch sagen? Ja, Babyphone, genau. Dann natürlich auch sehr witzig. Fand ich dann so. Finde ich eigentlich die Leute, die direkt am Anfang ihres Videos dann Werbung machen für ihren Merch oder so. Das finde ich auch ganz witzig. Das hat zwar nichts mehr mit Product Placement, sondern eher mit Merchandise zu tun. Aber ich finde es eigentlich schon witzig. Ich habe jetzt das vorhin ein Video gesehen von dem lieben Raven. Raven. Und da hat er direkt am Anfang zu seinem Intro schon Werbung für seinen Merch gemacht, wo ich mir auch dachte, ja, gut. Machen wir direkt Werbung. Ich meine, Alter, das ist auch noch verloren. Ich meine, wer möchte, der kann das natürlich gern machen. Allerdings, wenn ich ein Video mache, weiß nicht, Merch oder so, kann ich auch. Ah, toll, ich war auch noch der letzte Kill. Klasse. Merch und so weiter, die Werbung kann ich auch noch wunderbar über Insta oder sowas bringen oder Twitter oder wie auch immer. Es muss nicht unbedingt in mein Video rein. Ich meine, er hätte ja auch ganz dezent, wenn er schon ein Facecam oder so benutzt, hätte er auch ganz dezent sein Merch anhaben können oder so, dann sieht man es ja auch, muss man es nicht direkt erwähnen. Direkt erwähnen, das kommt so etwas, ist ein klein wenig needy rüber, muss ich eiskalt dazu sagen.
Ich meine, ist nicht schlimm. Jeder braucht etwas. Manche brauchen Geld. Andere brauchen Aufmerksamkeit. Wieder andere brauchen Heilmittel gegen irgendwelche Krankheiten. Seht ihr, das ist einfach so. Jeder braucht irgendetwas. Und deshalb ist es ganz okay. Man kann es akzeptieren. Aber was ich halt selten akzeptiere, sind halt wirklich, wie am Anfang schon erwähnt, solche Product Placement Dinge, die total unnötig eigentlich sind. So unnötige Kacke. Ich meine, okay, man kann dadurch viel Geld bekommen. Wie jetzt beispielsweise gibt es, na gut, ich werde jetzt nicht kennen, die Personen, das sind eher auf Twitch unterwegs, Amerikaner. Die haben als Product Placement natürlich die Xbox One, sind auch Call of Duty Zocker. Das Traurige ist, ich zocke PS4, bedeutet, werde ich den nie treffen. Leider, ich wollte schon immer mal abknallen. Oh, na, French. Ja. Die bekommen natürlich dann lauter Player und die Konsolen und die ganzen Spiele alles umsonst. Das ist natürlich geil. Und werden auch noch dafür bezahlt, dass sie es spielen und die Leute dafür werben, sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Wollt ihr auch ein bisschen zocken? Und dann kommt so einer wie ich und denkt mir, ja, will ich, kauf mir eine PS4 und merk Scheiße. Die machen Werbung für Xbox One. Zack. Das ist dann wiederum die Schattenseiten des Geschäfts, dass manche Leute, so wie ich, es nicht strahlen und sich die falsche Konsole kaufen, ja. Aber dann hat man schon mal 500 Tacken ausgegeben und dann sagt man sich, nein, warum soll ich mir noch die Xbox One für 500 holen? Was bringt's mir? Ja, 500, ich weiß, das kommt jetzt etwas viel vor, aber ich habe mir die Konsole geholt am, ich glaube, zweiten Tag, als sie rauskam oder so. Über Amazon, da es nicht möglich war, in irgendeinem Supermarkt sie zu bekommen. Sie war überall Das ist nichts ausverkauft, sogar die Player Persönliches. waren ausverkauft, Alles obwohl sie keine Geschäftliche. Konsolen mehr hatten, wo ich mich Nur frage, wer braucht schon bitte einen Verkäufer. Player ohne eine Konsole? Sichert die Vielleicht Zielgruppe. Product Placement Engine, weil die halten die Player meistens nur in die Kamera und sagen, hey, Neue geil, Linie guck dir den sichern. Player an. Der Feind hat Alpha. Ja. C ist Was soll ich dazu abgesichert. noch sagen? Da fällt ihm einfach nichts mehr ein. Ja, nein! Außer das, wie heißt der Bastard? TMB Flames, wahrscheinlich. Nein, mach ich fertig, die alte Schlampe, komm her. Wo bist du? Ich hole Messi. Oh, am Baum hängen geblieben. Oh, mein Typ. Der Berserker, ich werd gleich mit dem Berserker, ich reiß dir die Eingeweide raus. Ich reiß dir alles raus, ohne Scheiß. Leute, jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt kommt der Boss, jetzt kommt's, jetzt geht's ab. Oh. Aha, wo kommt? Alter, auf dem Auto. Okay. Sichern B. Gut. Ja. Eigentlich ist das Thema Product Placement ein sehr kleines Thema, wie ich gerade feststelle. Ich habe gedacht, es würde etwas länger halten, aber irgendwie bin ich gerade schon ziemlich am Ende von meinem Wissen. Ich müsste mich vielleicht etwas besser darüber informieren und sagen, ey Leute, Alter, ich finde das voll toll. Aber das Eigentliche war ja, dass ich das hier, das Ganze hier performe hier im Endeffekt und mich versuche nicht darüber aufzuregen. Über die Gesamtsituation Der natürlich, das Feind ist hat der Sinn B. davon. Alter, wie bist du wieder am Ziel Rumlecken? erledigt. Revier Die verloren. Sichern. Gesamtsituation von wegen Product Placement ankotzt Sichern und Alpha. abgeschossen zu werden. Oh, ein bisschen übersteuert. Ja, ich muss Vorräte das Mikro bekommen. etwas anders halten. Ja. Alpha ist abgesichert. Gut. Wir haben Charlie gewonnen. Immerhin 200 Dreier, Prozent. Vierter. Dreier, ja. Ein Sichern Dreier. C. Manuel Dreier. Das ist auch ein witziger Name, wo Angreifende ich mir drüber feindliche Gedanken gemacht Drohne habe. Manuel gesichtet. Dreier. Warum Feindlicher heißt Servus eigentlich unterwegs. Bravo ist eine, abgesichert. was ist das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Verteidigungsministerin oder irgend so ein Kram, keine Ahnung. Oder vom Saarland irgendwas, kein Plan. Oder irgendeine Beauftragte, irgend Feindliche sowas halt. Drohne nähert Warum sich. heißt diese Frau Manuel Dreier? Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar Warum? offline. Ausgerechnet Manuel. Manuela, ja, von mir aus. Oder Feindliche Manu. Konterdrohne ist aktiv. Ach du Feindliche Scheiße, nee. Drohne gerät verloren. Ja, Manu, das würde ich noch sagen, das wäre noch cool, ne? Manu. Die Alte.
Ja, genau, Mann. Die Manu. Alter Hautegen. Ja. Aber wollen wir mal zu meinem eigentlichen Thema Product Placement zurückkommen? Falls ich nochmal irgendwie die Kurve bekomme, weil das alles hier ist ja. Reine Phase, verdammt! Ist ja eigentlich reiner One-Taker, bedeutet, ich mache keine Katzen, der ganze Scheiß. Was natürlich bedeutet, dass auch gewisse Sprachfehler und komische Lücken alles reinkommen, damit das Ganze auch. Schon wieder am Baum hängen geblieben hier. Ich bin echt das Baumkind hier. Damit das Ganze authentisch wie möglich rüberkommt. Das ist nämlich meine Intention. Also. Wie gesagt, falls ihr mal. Alter, das gibt's doch nicht! Wir verlieren Alpha. Falls ihr auch mal ein Thema habt, irgendwie, über das ich vielleicht mal reden kann, dann könnte ich mich nämlich vorher so ein bisschen informieren. Das hier, das Video ist jetzt halt ein bisschen seltsam. Und ein bisschen abgehackt und total bescheuert. Weil es eigentlich nur so ein Affektvideo ist, da Infamous abgekackt ist. Deswegen musste ich irgendeine Alternative schnell finden. Da habe ich mir gedacht, hey, tun wir schnell ein neues Format entwickeln. Drohne nähert sich. Reg dich nicht auf. Ist eigentlich, weiß nicht, so von der Grundidee eigentlich ein ganz cooles Video, ne? So von der Grundidee. Wenn man sich halt nicht aufregt. Bitte. Bitte. Und unterm Zug. Mensch, mal gucken, ob ich den Zug losschieben kann. Ja. Ja, wie ihr seht, ist das gar nicht mal so leicht, wieder die Kurve zu bekommen, irgendwie, wenn man sich noch nicht drauf vorbereitet. Ist eigentlich, ja, eine easy Geschichte. Ach, ich habe sogar einen letzten Kill gebracht. Ich bin der King. Oh, seht mal, 3462 Abschüsse schon. Ja, falls ihr euch das fragt, ich habe das seit dem letzten Mal ein klein wenig trainiert. Bin zwar immer noch scheiße, aber das Produkt kann kommen und mich placementen, ne? Das ist die Hauptsache. Komm her, Produkt. Placemente mich. Sagt man das eigentlich so? Placementen? Das wäre eigentlich ganz witzig. Ja. Ja, ne. Gibt es noch irgendwelche Produkte, über die man sich aufregen könnte? Nein, fällt mir eigentlich keins mehr ein. Ich glaube, in Zukunft tue ich am besten Ding anschließen, Laptop neben dran schon. Na, das ist blöd, weil er halt aufnimmt, ne? Ist das ein bisschen kacke. Von der Gesamtsituation. Denn durch das Aufnehmen ist so viel Leistung beansprucht, dass man kaum sich aufregen kann. Nein, dass man kaum was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, nach Product Placement Beispielen suchen kann, über die man sich aufregt. Deshalb, also wie gesagt, das ist jetzt ein Affektvideo, also nicht erwartet, dass das jetzt optimal hier verläuft. Es ist eher so eine Art Hilfeschrei. Hilfe, mir gehen die Ideen aus. So eine Art ist das. Ach Gott. Aber ich reg mich nicht auf, ne? Ich bin eigentlich ganz easy, wie man hört. Ganz locker. Locker, flockig. Durch die Hose geatmet. Komm her, ich geb euch mit dem Fetten. Oh! Gut, und schon stürzt ich wieder nach unten ab. Geil, ne? 8 zu 17. Gut, bei Herrschaft kommt das mal vor. Feindliche Vorräte über uns. Oh. Jo, 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 jo. Schon wieder diese Flames. Wo ist er, dieser Flames? Wo ist er? Komm hier. Alter. Auf dem Truck hat er mich weggekloppt, der Typ. Aber dem kloppe ich jetzt auch mal voll eine rein. Das kann er aufpassen. Aufpassen! Ja, Automatikgeschütz. Ich fasse es nicht. Das sind vielleicht ein paar Penner. Genau, Product Placement. Es ist echt schwer, wieder die Kurve zu bekommen, wenn man sich mal so ein bisschen aufgeregt hat, weil man ist total verwirrt und total konzentriert und so.
weiß einfach nicht mehr, was man tun soll. Help! Need some ideas. Help! War das jetzt verbindet oder nicht? Keine Ahnung. Ha. Auf jeden Fall egal, was es war. Ich bin nicht draufgegangen, das ist gut. Apropos draufgehen. Das wäre bestimmt auch sehr, sehr traurige Nummer, glaube ich, wenn du so ein Product Placement hättest von irgendeinem Grab. Oder so einem Sarghersteller oder sowas, ne, wo du denkst, Alter. Man kann das Ganze auch übertreiben. Ruhig bleiben, Daniel, ruhig bleiben. Ja. Achtung, feindliche Drohne. So ein Sarghersteller, Product Placement, das wäre natürlich eine ganz, ganz bittere Nummer. Ich meine, wenn man so oft stirbt wie ich dann. Oh, ich bin sogar Zweiter. Wenn man so oft stirbt wie ich in dieser Runde hier zum Beispiel jetzt, ne, dann kann man das natürlich auch mal überdenken. Oh Gott, was Babsäcke, verdammte Scheiße. Jetzt mache ich eine auf Rambo. Dum 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 dum. Rambo ist da. Ihr Bastarde. Kommt her, ich mach euch alle platt. Die Kampfsau hat mich erwischt. Ja, das ist echt traurig eigentlich. Ja. Ja, was gibt's noch für Product Placements? Schreibt doch auch mal. Oh! Schreibt mir diesen Namen, also schon wieder dieser Flames, diesen Namen in die Kommentare und ich setze ihn auf meine Todesliste. So. Also. So langsam höre ich mich an wie ein Hund. Ja, das wäre doch auch mal was. Komm. Product Placement für Hundefutter. Musst nur irgendwann finden mit dem übelsten Hardcore-Doppelkinn oder ziemlich langgezogenen Backen. Und schon könntest du ihm Hundefutter anhängen. Was natürlich auch vom sozialen Aspekt her etwas kritisch ist. Aber wäre mal eine Idee, ne? Wir verlieren A. So, wo hockt der? Wir werden hier dominiert. In die Offensive gehen. Sichern C. So, ja, hier sitzen wir nun, war eine kurze Gesprächspause irgendwie, so ganz minimal, weil ich total konzentriert war. Wenn ich mich unterhalte hier mit Menschen, ich hoffe ja mal, dass irgendjemand meine Videos sieht und ich mich etwas mit Menschen unterhalte, ist das natürlich im Allgemeinen, Alter, wie schlecht waren das bitte? Schießt die voll daneben. Ja, dann ist das Ganze etwas kritisch. Dann kann ich mich nicht so gehen lassen. Wisst ihr? Ah! Da oben. Nö, bitte nicht. Ich hasse so Positionen. Das ist immer derselbe Scheiß. Dann sitzen sie da oben. Stundenlang. Der andere versucht von hinten auf mich zu schießen und kriegt mich nicht, der Bastard. Ja. Leute, was soll man dazu noch sagen? Ich bin hier jetzt eingekesselt. Bedrohung neutralisiert. Die hat erwischt, ich glaub's nicht. Ja. Genau. Gott, das ist sau schwer, Mann. Das müsst ihr auch mal probieren. Versucht mal so eine Aufnahme zu machen, die ja eigentlich perfekt rüberkommen soll. Und versucht dabei über ein Thema zu reden und trotzdem konzentriert zu bleiben irgendwie. Darüber soll man sich nicht aufregen. Ich fasse es nicht. Ja, ich meine, ich bin ziemlich locker geblieben eigentlich dieser Folge jetzt. Das fand ich ganz gut. Wenn ich mir das heute wieder angucke, könnte ich wieder ausrasten eigentlich. Da schön mir die Fresse verbrannt. Das ist wunderbar. Ansonsten war es das mit dieser etwas Special-Folge. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare Themen, zu denen ich vielleicht das nächste Mal eine Folge machen kann. Dann kann ich mich vorher informieren. Dann wird das Ganze auch etwas gebildeter, nennen wir es mal so, mit etwas mehr Niveau, mehr Anstand und so. Ja, ansonsten sage ich, macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis dahin, macht's gut und haut rein.